Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur 111. Plenarsitzung am Donnerstag, dem 14. Juli. Es ist, wenn alles gut geht, die letzte Plenarsitzung vor der Sommerpause. Liegt an Ihnen, nicht an mir. Also seht zu, dass er einig wird. Schlussfähigkeit ist festgestellt. Dann haben wir zur Tagesordnung noch ein paar Geschichten. Es ist ein dringlicher Entschließungsantrag verteilt der Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen betreffend Hessens neue Grundsteuer und so weiter, Drucksache 20-8847. Dringlichkeit wird allseits bejaht. Dann können wir diesen dringlichen Entschließungsantrag, der Top 93 mit der Aktuellen Stunde, der FDP Top 78 aufrufen und danach abstimmen. Jawohl. Dann ist eingegangen auf den Blitznotar dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Dokumenta-Vorfälle aufklären, Drucksache 20-8848. Dringlichkeit wird ebenfalls bejaht. Dann wird dieser dringliche Antrag Top 94 und wir können mit 62 dem Setzpunkt der FDP aufrufen. Keine Probleme, machen wir das so. Dann ist verteilt ein dringlicher Antrag der Fraktion der AfD betreffend Antisemita-Konsequenzen aus Dokumenta und so weiter müssen gezogen werden. Neustart für nächste Dokumenta. Dringlichkeit wird ebenfalls bejaht. Dann wird dies Top 95 und kann ebenfalls mit 62 aufgerufen werden. So, dann habe ich jetzt noch zwei Dinge. Einmal zur Aktuellen Stunde. Top 80 soll der Top 54, der Antrag der LINKEN, mit aufgerufen werden. Gibt es da Bedenken? Nicht der Fall. Dann machen wir das so. Und das Zweite war, wenn ich das richtig lese, ein bisschen komischer Zettel, zum Top 77 mit dem Top 59. Stimmt das so? Ja, ein Wunsch der LINKEN. Können wir nicht ablehnen. Gehe ich mal davon aus. Machen wir so. Also 77 bis 59. Haltet das mal irgendwo fest im Protokoll, dass wir das dann so haben. So, das andere war was anderes. Gut. Dann tagen wir heute voraussichtlich bis 22 Uhr steht hier. Das ist aber kein Muss. Gebe ich an alle weiter, die guten Willen sind und erwarte, dass wir vorankommen. Dann machen wir eine 6-minütige Mittagspause nach dem Top 60. Und wenn ich das richtig sehe, ist in der Mittagspause eine Sitzung des Präsidiums heute Nachmittag. Auch das stimmt. Dann beginnen wir im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit Top 76 der Aktuellen Stunde der Fraktion der AfD. Es sind entschuldigt heute ganztägig der Abg. Norbert Kartmann, Abg. Dr. Dr. Rainer Rahn, Abg. Tanja Hartdegen, Abg. Turgut Yüksel, heute Nachmittag Staatsminister Wintermeyer von 14 bis 18.30 Uhr und die Staatsministerin Prof. Sinemus ab 17 Uhr. Haben wir weitere Entschuldigungen? Kollege, machen wir erstmal Kollege Bellino. Hat er den Punkt schon gesagt? Nicht gehört. Dann. Sie haben den Kollegen Kartmann erwähnt. Dann ist meine Wortmeldung erledigt. Bitte um Nachsicht, Herr Präsident. In diesem Fall ausnahmsweise der Kollege Frömmrich, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte den Kollegen Thailand Butschu entschuldigen. Kollege Thailand Butschu ist entschuldigt. Halten wir auch fest. So, der Kulturpolitische Ausschuss tagt auch in der Mittagspause, und zwar im Raum 204M. Und im Anschluss an die heutige Plenarsitzung tagt der Hauptausschuss im Sitzungsraum 510W. So, das war das. Fußball gibt es noch nicht viel zu sagen. Allerdings will ich die Gelegenheit mal nutzen, das ist außergewöhnlich hier, unserer Frauenfußballnationalmannschaft ganz herzlich zu gratulieren. Wir sind schon im Viertelfinale jetzt nach dem Sieg gegen Dänemark und Spanien. Morgen Abend geht es gegen Finnland weiter. Und unsere Landtagsmannschaft kann sich da mal ein bisschen ein Beispiel dran nehmen an solchen Siegen. 4-0, 2-0. Aber sie ist ja, wie gesagt, anderthalb Jahre jetzt schon
unbesiegt. Ich habe aber die Anregung, wir haben ja so viele sportliche Frauen hier im Hause. Denkt mal drüber nach, ob wir eine Frauenfußballmannschaft des Landtags ebenfalls noch ins Leben rufen. Ich sehe erfreuliches Nicken. Also denkt mal drüber nach. Machen wir. Notfalls könnt ihr auch gegeneinander dann spielen. Also, herzliche Gratulation und ich habe jetzt nicht verstanden, was ihr sagt, aber es wird stimmen. Und ich will abschließend noch sagen, das ist ja das letzte Mal, dass wir zusammenkommen, bevor die neue Saison beginnt. Und wir wünschen, glaube ich, all unseren hessischen Vereinen alles Gute für die neue Saison. Das betrifft insbesondere mal unseren Bundesligaverein. Der Eintracht wünschen wir alles Gute für die neue Saison. Ich kann jetzt nicht alle erwähnen, aber ich will auch die Freunde aus Darmstadt, die 98er erwähnen, denen wollen wir auch alles Gute wünschen. Ja, wird schon weniger mit dem Beifall. Der Innenminister gibt Beifall, weil er meint, ich würde Mönchengladbach erwähnen, aber das liegt noch nicht in Hessen. Das haben wir noch nicht, aber Wehen Wiesbaden, denen wünschen wir auch alles Gute und vor allen Dingen den Offenbacher Kickers. Ne, die in diesem Jahr aufsteigen werden, da bin ich sehr, sehr sicher in dieser Saison. Und da wir ja hier über die Bundesländergrenzen denken, auch uns in Bayern wünschen wir natürlich auch alles Gute für die neue Saison. Ja, stürmischer Beifall aus einigen Bereichen des Hauses, das sollte man vielleicht. Vereinzelter stürmischer Beifall. Gut, so, dann hätten wir das auch erledigt und wir könnten mit der Tagesordnung beginnen.